Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Und wir haben heute den 19. März. Und am 19. März hat Geburtstag wer? Das freut mich so sehr. Es ist Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis, jawohl. Ja. Der wurde am 19. März 1955 geboren. Und wer kennt ihn nicht aus Filmen wie Stirb langsam, Armageddon, Stirb langsam 2, Pulp Fiction, Stirb langsam 3, Stirb langsam 4, Stirb noch langsamer. Ja. Und ja. Was hat er noch gemacht? 12 Monkeys. Stirb jetzt erst recht. 12 Monkeys. Looper, genau. Hat er gemacht. Looper hat er auch gemacht. Dann das Modell und sein Schnüffler oder so. Sixth Sense. Ich kann Model und der Schnüffler, genau. Mach ich doch, ja, genau. Und der hat aber heute, hat er nicht so eine Frisur, sondern eher so in deine Richtung, ne? Heute ist er so ein, heute sieht er aus wie... Relativ kahl. Ja, also der sieht so ungefähr aus. Aber ich muss sagen, das steht ihm heute besser als diese Frisur früher da, find ich. Nee. Muss ich ja sagen. Ne? Nee, Haare finde ich besser. Ich meine, guck, Elad an, der sieht auch scheiße aus. 19. März 1964, ja, da ist der 5,8 Kilometer lange Autotunnel durch den großen St. Bernhard. Haben wir noch ein Bildchen zu? Ja, eröffnet worden. Schau mal an. Der St. Bernhard. Was er nicht alles kann. Da bin ich mal drüber gefahren. Drüber gefahren? Also über den Berg. Ja, weil die den geschlossen hatten. Ach so, weil der Tunnel zu war. Das war echt blöd. Und? Ich habe da so einen, hier so einen Steinbock gesehen. Das war schön. War schön. Ja. Nein. Das sind halt so Informationen, die die Welt braucht. Und wenn ihr jetzt heute irgendwo unterwegs seid, sagt ihr, Mensch, heute ist der St. Bernhard-Tunnel eröffnet worden und Bruce Willis haben wir wieder was hat gelernt. Hier Geburtstag. Mensch, ja. Mensch. Morgen geht's weiter mit Shoki Banoki Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.